Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinis Nachtgedanken an diesem Freitag, dem 26. Januar 2024. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn wir die Nachtlese bewegen und zur Ruhe kommen wollen, bevor wir dann den Nachtschlaf genießen. Die Nachtlese für diesen Freitag, sie ist aus dem Kolosserbrief genommen und dort heißt der Text oder ist er überschrieben, der Auftrag des Apostels. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und erfülle durch mein Fleisch, was in den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbar ist seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in seiner Kraft, die mächtig in mir wirkt. Wir sind nicht alle Apostel oder gesandte Verkündiger, aber wir alle stehen im Dienst Gottes. Und deshalb ist diese kleine Umschreibung des Dienstes von Paulus doch sehr hilfreich. Sie macht einmal deutlich, dass Gott nicht aus irgendwelchen Gründen in diese Welt gekommen ist, sondern er wollte uns die Geheimnisse seines Glaubens offenbar machen. Er wollte sie uns erklären und für viele ist das leider doch nicht gelungen oder nicht angekommen. Er wollte zeigen, dass er für die Menschen in Liebe da ist, dass er sich umsorgt und dass er die Menschen auch immer führt durch das Leben und dass wir deshalb uns nach ihm ausrichten dürfen und von ihm sogar die Kraft bekommen, ein gelungenes Leben zu führen. Was Paulus hier schreibt, ist erstaunlich, dass er sagt, ja, er kann sogar deshalb auch Leid auf sich nehmen. Wer die Größe Gottes erkannt hat, wer sieht, was Gott für uns gemacht hat, nicht nur die Welt geschaffen, sondern dass er sich auch um uns sorgt und uns begleitet, der wird dankbar werden und der wird eine große Demut gegenüber dem Schöpfer aufbringen. Und er wird dann letztlich sagen, wer so vieles für mich getan hat, dem möchte ich dienen. Dem möchte ich folgen und für den möchte ich mein Leben ausrichten. Und er sagt ja auch, das hat etwas mit Mühe, mit Anstrengung zu tun am Ende. Es ist nicht so einfach, dass wir das so mal aus dem Ärmel schütteln können, sondern sich in Gottes Dienst zu wissen, heißt auch viel Mühe aufzubringen. Mühe, wie sage ich es den Menschen, denen ich das verkündige, wie hole ich sie ab? Und wie kann ich sie erreichen und wie kann ich diese Botschaft auch in dieser Welt verständlich machen? Das sind alles Dinge, die auch uns irgendwo etwas angehen, denn wir sind ja auch Boten, die unterwegs sind, die in Gesprächen über den Glauben reden. Und jeder von uns hat schon einmal gemerkt, oje, jetzt muss ich das erklären oder sollte ich das erklären und wie kann ich das am besten erklären, dass es der andere auch wirklich versteht und nicht über den Glauben lächelt. Es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, aber, und da kommt es bei Paulus auch, er freut sich darüber, wie Gott in ihm wirkt. Christen sind also niemals allein in dieser Welt unterwegs, sondern sie sind auch nicht auf sich gestellt, auf ihr eigenes Wissen und Können, sondern eben auf die Zusage Gottes, dass er ja sagt, dass er uns die Kraft gibt, in den richtigen Augenblicken das wirklich Richtige zu tun. Und das kann uns doch auch beruhigen. Wir müssen uns nicht immer vorneweg präparieren und alles einfallen lassen, auch wenn wir irgendwo in der Öffentlichkeit Rede und Antwort stellen müssen. Wir können uns darauf verlassen, dass Gott uns die Worte in den Mund legen wird. Wir können uns darauf verlassen, dass er uns das Wissen schenken wird, wenn wir uns mit ihm verbunden haben. Und deshalb ist es so wichtig, eine enge Verbindung mit Gott zu haben, im Gespräch zu bleiben, seine Botschaft zu lesen, und sich auch immer wieder
Rückversicherung holen. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ist es der Weg, den du möchtest, dass ich ihn gehen soll? Und wir wissen, wie schwer es ist, das dann immer zu begreifen und zu lesen. Wie häufig wir manchmal merken, auch jetzt bin ich ausgebremst worden. Jetzt muss ich korrigieren. Jetzt muss ich einen anderen Weg gehen. Es war wohl der falsche. Aber ich denke, je länger man mit Gott unterwegs ist, je enger man sich mit ihm verbindet, desto eher erkennt man dann die Weisung für den eigenen Weg. Und so wünsche ich uns, dass wir diese Nacht in Ruhe begehen können, in dem Wissen, dass Gott ja für uns handelt, dass er für uns sorgt und dass er uns die Kraft gibt, auch in der Öffentlichkeit zu wirken wie Paulus, auch wenn es hier und dort schwierig wird, wenn wir in die Enge getrieben werden. Gott steht an unserer Seite. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Amen. Ich wünsche eine gesegnete Nacht, einen erholsamen Schlaf. Alles Liebe, alles Gute. Ihr Reini aus den Nachtgedanken.